So, hallo, hallo, wieder zurück auf der Hof Bergmann. 1007 Beta 2. Null aus hier. Kling, kling. Wer stört hier den morgendlichen Frieden? Ja, okay. Nichts Wichtiges. Gut. Genau. Hof Bergmann 1007 Beta 2. Hier lassen wir jetzt den Helfer erstmal, lassen wir mal. Und ich jump hier mal raus. Einmal gucken, was haben wir denn hier noch so stehen? Da muss was verkauft werden. Gut, den werden wir uns mal holen, da den. Nein. Ja, wieso bin ich denn da schon drin? Na nü na na. Na nü na na, na nü na na. Einer drin und keiner da. So, jetzt wollen wir ihn schauen hier. Zack. Und so. Ups. Was haben wir denn jetzt hier wieder für... Ach, das war wieder... Das ist ja wieder eine ganz merkwürdige Angelegenheit hier. Na, lassen wir das erstmal. Was haben wir hier? Licht. Und, Dachluke, die können wir aufmachen. Fenster machen wir auch los. Das machen wir zu. Zieht den Nacken, das ist nicht gut. Ne, hier bleiben. Ja. Auf geht's. Dann machen wir mal den Häcksler hoch. Wie gesagt, Hackstück verkaufen tue ich nicht. Das ist. Nee. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Steht der Fuzzi wieder hier? Ah, da ist er, der Saubursche. Ich glaube, der ist auf 60 km/h eingestellt. Der ist nämlich jetzt auch. Das hat der Andi gemacht. Na, auf verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt. Allerdings, das hat man auch schon im Livestream gesagt, sollte er dann eventuell auch dann Verkehrsschilder hinstellen, wie schnell man da fahren darf, soll und kann. Ach guck mal, die habe ich schon verladen, ne? Auch nicht schlecht. Ja, da will ich hin. Genau den will ich haben. Aha. So, die Tonne ist der Spiegel nicht eingestellt, ne? Aber geht wohl nicht besser. Gut. Komme. Ach, mein Gott. So ein Kaffee, ne? Das hat schon was. Das ist etwas, was mich jetzt bei Giant stört. Ja, dieser Unimog hat über 200 PS. Nur so ein ollen Schredder da hinten. Da lacht der normalerweise drüber bei dieser Anhöhe hier. Da würde der so drüber her semmeln. Und jetzt fährt er hier mit 10 km/h hoch. Ne? Da wird er ja schlecht. Ne? Also diese, wie nennt man das? Performance oder wie nennt man das? Das ist also völlig daneben her. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das hier programmieren, jemals so ein Fahrzeug gefahren haben und wissen, wie sich sowas verhält am Berg. Ich meine, klar, wenn der richtig beladen ist, dann kackt der ab, logisch, aber auch nicht so. Nee, auf keinen Fall. Also ich habe schon viele Fahrzeuge in meinem Leben gefahren. Sehr viele. Vom
ja, kleinen PKW, also damals mit dem Käfer angefangen, bis zum 40-Tonner, ich bin alles durch, also von daher. So, jetzt will ich mal etwas gucken. Ich hatte doch hier da, die Wertzes. Die Wertzes 10,30, nee. Oh, schade, andere Schilder sind da nicht bei. Das wäre ja schön gewesen, ne? Leider nicht, leider nicht. Okay. Ein. Oh. Hat für die Mauer gefahren. Das darf man nicht. Das ist böse. Sodele, hier werden wir nämlich wieder die Bäume wegpören, wegbolzen, weil wegen und auch und sowieso. Muss ich mal eben schauen. Hier am besten platziere. Oh, ich sehe gerade, ich muss meinen Unimog nochmal neu machen. Der hat ja ein Update, kriegt das ja alles wieder auf Standard hier, so mehr oder weniger. Das geht so nicht. Wir fahren einmal in die Werkstatt. Da, konfigurieren. Das passt. Verchromt, klar, logisch, das passt. Pritschenbrüllfahrpaare, Planfarbe passt, aber das nicht. Genau so. Das passt auch. Breitreifen passt auch. Nein, ich wollte den so haben, genau. Das Rundumleuchten passt auch. Heckhydraulik. Fronthydraulik ist ein bisschen tricky, ne? Aber lassen wir mal mit dran. Front- und Heckhydraulik. GPS hat da. Genau so. Gangschaltungssound hat da auch. Pügel, Zusatzscheinwerfer. Klimaanlage und Pügel, genau. So wollte ich das haben. Yes, Sir. So, jetzt schnappen wir uns einen Anhänger und dann wollen wir mal gucken, ob wir halt. Anhänger, den ich haben will, der steht ja da oben. Ja. Hier guckst du, schaust du. Da muss ich hin. Oh. Hoppala. Tanken, weil wie schon gesagt, mit Weizen soll man ja nicht geizen. So,
sagte, er ist der Vater schon zu seinem kleinen Sohn. Da steht der Junge. Oh, halt. Jetzt habe ich dort einen Fehler gemacht, aber egal. Wie viel haben wir denn noch? Hänger voll kriegen wir nicht mehr. Kriegen wir das erstmal weg. Ja. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Kabel von der Maus nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Da ist, glaube ich, ein wackeliger Wackelkontakt drin. So, jetzt werden wir den mal eben. Jetzt bringen wir erstmal auf Logi her. Und den Rest, der da runterkommt, den werden wir abfüllen für gehühnertes Hühnerfutter. Jetzt zeige ich euch das mal eben hier. So, Planer auf. Okay. Aber seht ihr, was ich meine? Das ist jetzt hier doch verdammt enger, ne? Jetzt stell dir mal vor, ich komme mit dem LKW und Anhänger hinter. Das passt voll und hinten nicht. Da kommst du hier nicht mehr vernünftig weg. Mein lieber Andi, also ich würde sagen, dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr Platz schaffen. Oder? Nee, weiter nach hinten schieben kannst du das Ding auch nicht, ne? Wenn ich jetzt hier rumfahre und mit dem einen Anhänger geht, dann in zwei Jahren ist das schon wieder ein Problem. Ja, viel Platz hast du da nicht mehr. Oder nimmst du das hintere Silo? Ich würde da die Laterne wegnehmen und da den Bogen da etwas größer machen. Mein Vorschlag. Verstehst, was ich meine? Und so ist das doch verdammt enge. Ehrlich. Aber wir können es ja gleich bei Ihnen probieren. Stellen wir jetzt hier hin. Wir machen den aus. Dann gucken wir hier, steigen da mal ein. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Nach vorne schauen, wenn man fährt, das macht Sinn. Weil sonst siehst du nicht, wie du fährst hin. So, Motorrad. Kippen wir seitlich ab, alles klar. Anhänger können wir auch seitlich abkippen. Ist ja nicht das Ding. So, jetzt müssen wir aber hier rum. Ja, geht so gerade, ne? Oh, und das war jetzt mein Fehler, also das hätte nicht sein müssen. Aber das ist schon eng. Tja.
Also ich würde die Laterne zurücksetzen, ein Stück zur Seite setzen oder nach hinten hinschieben und den Bogen ein kleines bisschen größer machen oder weiter ausholen, sagen wir mal so. Wäre jetzt meine Idee. Meine, es geht so gerade hier mit dem, aber... Letzten Endes ist das an die Entscheidung. Da wollte ich eben so. Na, mal gucken, was er dazu sagt. Mal gucken. So, jetzt wollte ich den Dings habe ich da, ne? Der Dings ist da, der Bums ist hier. Was mir noch fehlen tütet, nämlich den. Ich muss noch was haben. Da muss ich hin. Tadatatitadatam. Na, wo sind sie denn? Da. Black Beauty. Und zurück. So. Entschuldigung. Und zurück. Oh, meine Güte. Nutzen. Drei kalte Tage noch, dann habe ich es hinter mir. Meine Güte. So, fange ich da an. Oh Mann. Das ist alles nicht so gut. Drum sei auf der Hut. Bin ich denn hier? Ach, Leute. Ich glaube, ich gehe dort. Jetzt passen Sie mal up, Sie. Ach, ich muss ja doch die Dings haben hier. Ja, so. Ja. So. Ja. Oh, falsch rum, Schicke. Da sollte der ja gar nicht hin. So was Tobes, das war jetzt mein Fehler. Sollte ja so rumfallen. Ne, da muss erstmal wieder weg hier. Oh.
auch. Weg damit. Alles viel zu grün, das sieht ja nicht aus. Ne? Das ganze grüne Zeug hier. Schalim! Man könnte ja meinen, ich wäre ein Grüner sonst, das geht ja nicht. Ja, ja. Siehst du, der liegt hier nämlich total kacke, aber das ist jetzt ein sogenannter Witwenmacher. Kennt das einer von euch den Ausdruck? Nehmen wir den noch einmal. Ja. Egal, egal, so sprach der Karl. Zack. Ach, der liegt auf dem Mast noch auf. Ich werde wahnsinnig. Der hat an den Mast gesägt, dass der Ast gesägt oder was weiß ich. Irgendwie so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Das Holzmassaker nimmt seinen Lauf. Das nervt. Glaubst du mir das? Oh, oh, oh. Zack, so, das bleibt so liegen. Der kommt auch noch weg. Das ist einfach zu grün. Na, wo fällst du denn hin, du dumme Ding? So bleiben. Also Gesträuch im Gesicht hier. Gesträuch. So, der kommt auch noch weg. Na, willst du? Was ist denn mit dir los? Mal so, Dille. Auch nicht so gefallen, wie ich das gewollt habe, aber naja, er ist gefallen, gell? Nein. Ja gut. Das lassen wir jetzt mal so. Jetzt wollen wir hier mal gucken. Jetzt müssen wir ja hier so ziemlich. Ja, wir steigen mal hier ein. Guck mal.
aus? Aus, habe ich gesagt. Hat er doch schön gemacht, ne? Oh, das Uppe. Den stellen wir hier ab. Ne, kann ich auch dran lassen. Kann ich auch dran lassen. Das kann ich ja auch dran lassen. Das war schon. Siehste? Sehen Sie, sehen Sie. Den mache ich aber erst zu. Dann werden wir den mal hier so hinstellen. So in die Position. Und aus die Maus. Und jetzt gehen wir dahin. Das bringen wir zum Hof. Davon machen wir Hühnerfutter. Oh ja, bei in Kalkutta. Da machen wir jetzt Hühnerfutter. Hoppala. Nicht so schnell, sonst fallen dann die Blumen aus der Zähne. Ich muss nachher noch mal gucken. Ich konnte ja sonst die Hackschnitzel hier in dem ne, Transformator hier in der Packmaschine abpacken. Das geht ja wohl nicht mehr. Mich recht im Sinn hat der Andi das geändert mit der neuen Version jetzt hier. Dann muss ich mich noch mal eben belesen, wo ich das dann abpacken kann. Okay. Oder warte mal. Da reicht doch der Kleine erstmal, oder? Doch, der kommt doch. Ja, naja, klar. Entschuldigung. Klar reicht das. Hm? Der kommt hier hin. Der kommt wieder hier hin. Weg. So, und dann wollen wir den mal nach Hause holen. Genau. Und noch ein Stück von dem Kaffee, der mittlerweile dürfte der kalt sein. Ja, so gerade noch. So gerade noch. Ihr werdet euch fragen, wieso wird der kalt? Das ist ein Thermobecher. Ich habe keinen Deckel drauf. Gell? Darum der Wegen kann ja schon mal kalt werden.
Was sind wir froh gelaunt? Ja, oder auch nicht. Huch! Oh, hui. Ja, wie sagte ich vorhin schon mal, man sollte nach vorne gucken beim Fahren. Das ist einfach besser. Dann kommen jetzt dann noch ein paar Fliegen ein hier. Ah, frische Luft. Ist doch schön, oder? Hier geht es in meinen Hof. Diese kleinen Schilderchen hier habe ich hier hingestellt. Gut, das sieht besonders schön, aber so finde ich meine Einfahrt besser. Ich saus sonst immer dran vorbei. Oder zumindest immer kurz vor knapp. Meine Augen sind ja auch nicht mehr die besten. Muss man ja mal ganz klar so sagen. So, der kommt jetzt hier hoch. Zack. Zack. Genau. Muss ich das mal eben so machen? Siehst du? Ich glaube, das klappt so. Wir testen das mal eben. Reinsteigen. Okay. So ein Test. Test. Wir machen einen Test, das wird ein ehrliches Test. Hoppala. Hoppali. Ja, ich hätte ein bisschen weiter nach vorne fahren können. Ne? Ja? Na ja, passt nicht. So, warum fällt das jetzt runter? Ist ja doof oder was? Oh. Jetzt wird's aber was. Geht doch.
Na nun, was ist denn jetzt kaputt hier? Nicht doch einer. Oh. Ja, alles Chlor. Ja, war klar, dass der jetzt nicht abfällt, war auch klar. Das ist also diese, jetzt ist er runter. Krokus. No, was denn jetzt hier? Willst du da wo reingehen? Ja, sag ich doch. Geht doch. Okay, ich bin aber schon wieder mit über Minuten behaftet hier, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und würde mich freuen, ne, wenn beim nächsten Mal und so, bis dann Bescheid. Bis dahin. Tschüss.